Hallo, in diesem Video geht es um die Altstimme vom Sommerpsalm von Waldemar Orlen. Ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus. Ich kann leider kein Schwedisch. An der Stelle, wo sich der Alt teilt, bespreche ich einfach kurz hintereinander beide Stimmen einmal. Ansonsten mache ich nur ein Video für beide Altstimmen, weil es sich nur um diese eine kleine Stelle am Ende des Stückes handelt. Jetzt geht es erstmal von vorne los. Eins, zwei. Das machen wir gleich nochmal. Eins, zwei. Einmal ab Nüsmeker. Das ist Auftakt zu Takt 9. Eins, zwei. Von vorne bis dort noch einmal. Eins, zwei. Weiter. Ok solens. Eins, zwei. Macht einmal das Ende nochmal, Verkühner. Jetzt machen wir einmal die geteilte Stelle, das heißt, wir starten mit dem Auftakt zu Takt 21. Das ist der Alt 1, singt den bitte einmal. 1, 2. Jetzt den Alt 2. Eins, zwei. Noch einmal bitte. Und beide Altstimmen gleichzeitig. Dann würde ich jetzt gerne noch einmal das ganze Stück von vorne durchsingen. Eins, zwei.
So, das war's von meiner Seite für heute erst einmal. Ich habe noch ein weiteres Video gemacht, in dem ich 3 Strophen lang den kompletten Satz spiele mit allen Stimmen. Das Video verlinke ich euch hier einmal. Falls ihr eure Stimme noch weiter üben möchtet, könnt ihr das dort gerne tun. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das auch gerne. Dann bleibt mir jetzt nur noch euch einen wundervollen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!